Yo, Peace, Leute, und willkommen zum, ich glaube, 83. oder 82. Ich glaube, ja, 83. Run from the Binding of Isaac Rebirth. Wir spielen heute mit Mr. Lazarus. Mal wieder, mit dem müssen wir noch die komplette gute Seite und den Boss Rush machen. Gut, das hat schon mal gut angefangen. 1A, superklasse. Ne, Kellerebene ist natürlich auch richtig geilo. Aber wir haben da auf jeden Fall schon mal den Itemraum ziemlich nah. Das ist doch schon mal recht vorteilhaft. Hofft. Schwebebahn im Wuppertal. Ach, geht zur Seite. So, was haben wir hier? Hatten wir dich nicht schon letzten Run oder so? Oder vorletzten? Oh Mann, und dann auch noch Envy, der stressige Dude. Der droppt eh nur Schubla-Wub oder eine Trollbombe am Ende. Das ist übelst scheiße, weil es eigentlich der nervigste Miniboss ist. Zumindest am Anfang. Und dann droppt er nur so eine Scheiße. So, Sloth ist viel besser. Der droppt wenigstens eine Karte. Und ist dazu noch ziemlich einfach. Also erstmal die kleinen Köpfe erledigen. Ja. Oh, der ist schon mal weg. So, du bist auch weg, alles klar. So, dann diesen mittelgroßen hier. Ah, ich will nicht den ganz großen die ganze Zeit treffen. So, komm jetzt her. Ja, gut, der eine kleine ist schon mal down, down, down. He's down, meine Folge. So, jetzt noch ihr zwei. Gut. Das zieht uns schon mal natürlich ein bisschen Zeit, die wir eigentlich brauchen könnten für den Boss Rush. Denn den müssen wir mit dem guten Lazarus ja auch noch schaffen. Lazarus war der erste Dude, mit dem wir damals im Himmel waren. Ach, Leute, die alten Zeiten, das war noch Part 35 oder so. Damals, als ich noch gut gespielt habe. Ich kriege wenigstens Schubla-Wub. Das ist zwar ein Müll-Item, aber immerhin ein Item. Und gegen so kleine Spinnengegner oder so ist es nicht mal so schlimm. So, zum Beispiel diesen Raum hat es uns schön erleichtert, weil ich keinen Bock hatte, gegen diese Spinnen zu kämpfen. So, das ist doch ein viel schönerer Raum. Ah, oh Mist, diese scheiß Fliege. So, lass mal rechts lang gehen. Leider ist hier nichts. Aber wenigstens ein entspannter Gegner. Wir haben ja so eine Bücherei. Lass mal. Oh, hoffentlich ist es die Bücherei. Das ist der Shop. Aber wenigstens keine guten Items. Das freut mich. So. Schade, in die Bücherei hätte ich jetzt gerne reingeschnuppert. Okay. Alles klar. Alles klar. Money Booms. Money Booms. Boom. Sehr schön, noch ein Schlüssel. Dann schauen wir mal in die Bücherei rein. Vielleicht ist da ein Book of Belial oder sowas. Das wäre natürlich ziemlich nice. Oh, die können wir ja mitnehmen. Ein Book of Belial wäre doch schon mal richtig nice. Das ist Book of Seven Sins. Das ist auch nicht schlecht. Geld. Alles klar. Schade, da wäre mir jetzt ein Seelenherz lieber gewesen. Im Shop war auch kein Seelenherz, wie ich das gesehen habe. Blauen Stein habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Also, die Ebene will uns kein Seelenherz geben. Da ist ein blauer Stein. Kommen wir den. Ich hoffe mal, an den kommen wir mit einer Bombe ran. Ah, wird, glaube ich, eng. Oh, geil, Alter. 10 Münzen. Ja, kommen wir ran. So, Seelenherz nehme ich mir erst gleich mit. C, da war aber kein gutes Item im Shop. Also, wir hätten da zwar eins, das uns Gratisbomben geben würde. 5 Stück dieser Remote Detonator, aber brauche jetzt nicht den Scheißdreck. Bomben sind zwar schön und gut, aber dafür 15 Münzen auszugeben für 5 Bomben ist mir nie. Nee, mach ich nicht. Uppapa, immer schön aufpassen hier, dass wir nicht vom guten alten Weedy Boy, so heißt er nämlich jetzt, getroffen werden. Na komm, Weedy Boy, wir haben hier keine Range mit dem guten alten Lazarus. So, Moment. Nein, nein, nein. Warum muss das so eine Spinne spawnen? Oh ja, machst du gut, Widow? Machst du sehr gut. So, und Widow sagt goodbye. Jetzt gleich, nachdem wir noch 10-mal Schaden nehmen. Gut. So, jetzt erstmal ihr weg. So, jetzt den Spawner schnell, bevor da noch eine Spinne spawnt. Und weg. Sehr schön, wir kriegen ein Tiros- und Shot-Speed-Upgrade. Das ist doch schon mal ganz gut. Oh, ist immer ein bisschen traurig, weil das Foto war so schön. Mama. Und gehen weiter. Hoffen wir mal, dass uns das Book of Seven Sins noch ein Seelenherz auf der Ebene gibt. Und es ist eine Basement-Ebene. Curse of the Unknown ist natürlich jetzt nicht so geil für den Lost Devil Delos. Aber, okay. Oh, es macht schneller. Ich will den Boss wahrscheinlich erreichen. Okay, wenigstens ein chilliger XXL-Raum. Da hätte jetzt viel schlimmere Sachen kommen können. Ja. Geht weg, meine Lieben. Ihr seid zwar nette Zeitgenossen. Oh Gott, sind ja noch 3 Stück. So, ja, schieß und dann zack. Sehr schön, war der schon zweimal angehittet wurde. Ah, Mist. Warum flieht ihr denn? Flieht ihr Narren? Spaß bleibt da, Bruder. Nee, die 2 Spinnen möchte ich jetzt nicht bekämpfen. Ciao und hallo. Sind wir wieder zurück hier im Game. Oben hätten wir noch eine Cage Room, aber das brauchen wir jetzt nicht. Den Scheißdreck da haben wir noch ein blauer Stein. Das ist natürlich schon mal ein bisschen besser.
Das ist so ein scheiß Arcade Room. Wobei Arcade Rooms können ja auch ganz schön sein. Also wollen wir die mal nicht so krass beleidigen. Bombe. Fick dich. So, dann gehen wir erstmal in den Arcade Room. Vielleicht gibt es da einen Automat, Bettler. So, gib uns eine Bombe. Oder ein Seelenherz, aber das gibt der kann der, glaube ich, gar nicht geben. Das war jetzt ein bisschen schnell. Eine Bombe. Gib. Ja. Können wir dich auch noch gleich mitsprengen? Gibst du uns Geld? Ja, sogar ziemlich viel Geld. Das heißt, ein Shop-Besuch wird sich auf jeden Fall lohnen und dann werden wir diesen wunderschönen blauen Stein hier springen und auf ein Seelenherz hoffen. Oder sogar zwei vielleicht. Eins immerhin. Haben wir die Bad Trip-Pille wieder ausgeglichen. Das ist jetzt natürlich richtig blöd, Alter. Bad Trip, ne? Das ist der böse Trip da, ne? Ja, ich meine, wenn man halt so Pillen nimmt, ne? Da kann auch schon mal ein Bad Trip zustande kommen. Also Leute, denkt dran, Drogen sind böse. Gut. Haben wir jetzt mal wieder pädagogisch wichtige Arbeit geleistet auch, denn ich muss das ja machen, ja? Sonst beschweren sich ja die Leute bei mir und sagen, hey, Bruder, du leistest es pädagogisch nicht genug. Du musst einfach deinen Zuschauern immer sagen, was schlecht und was gut ist, ja? Also könnte ich euch eigentlich auch voll verarschen. Nein. Das würde ich niemals tun. Ich würde auch nie ironisch sprechen. Das würde ich nicht machen. Ich finde Ironie einfach ekelhaft. Wie papa. Gut. So. Denn ich will erst in den Shop und den Itemraum. Nö. Du bist mir nicht wichtig genug. Okay. Und noch ein guter XXL-Raum immerhin. Gibt einige schlimmere XXL-Räume. Ja. Pisser. Nur die rumspringenden Viecher sind ein bisschen nervig. So, jetzt sind mal die großen Rumpfurzviecher weg. Oh, du bist weg. Und du bist auch weg. Das ist sehr schön. Jetzt auch du. Komm her. Weg mit dir. So, da unten springt, glaube ich, noch einer rum, ja. Okay, dann komm her. Und stirb. So, noch eine Münze. Also, Rich Sim auf jeden Fall schon mal. Wir könnten uns, wenn zwei Shop-Items da sind, auch beide mitnehmen. So, aufpassen. Am besten nicht getroffen werden, denn das Seelenherz könnten wir noch gut für den Boss gebrauchen. Wer weiß, was für ein Boss es ist. Eine Bombe und noch eine Münze. Ja, wir gehen jetzt noch nicht in den Job, denn vielleicht kriegen wir keinen Schlüssel mehr. Und es wird dann ein bisschen blöd. Blöd. Ich sag einfach, wie es ist. Blöd. Noch eine Münze. Also mit Münzen werfen sie uns zu, ne? So, eine Karte. Two of Diamonds. Ja, nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit, die gute Karte. Vielleicht kriegen wir noch ein paar mehr Münzen raus. Hier irgendwo. Oh Gott, aufpassen. Okay, nee, da laufe ich jetzt lieber nicht lang. Sehr schön. Das ist doch schön, wenn so einer einzeln ist. So gut, der ist wenigstens noch gestorben. Warum seid ihr unsynchron auf einmal? Ihr seid asynchron. Ich schwöre. Voila. Ah, und noch einmal. Ah, Mist. Ja, jetzt ist er tot. Gut. Und da haben wir noch einen Schlüssel. Sehr schön. Dann rein hier. Piercing Shirts, not bad. Jetzt könnten wir zum Beispiel was. Soymilk zum Beispiel wäre doch jetzt richtig nice, oder? Wobei, ich hätte schon Bock mal wieder auf Soymilk. So, lass mal hier reinglupschen. Der Kompass und ein Seelenherz. Dann machen wir zack. Kompass, Seelenherz. Den Schlüssel nehmen wir auch noch mit, weil wir einfach rich sind. Und dann haben wir auf jeden Fall einen Schlüssel für die nächste Ebene. Kompass ist sehr, sehr gut für den Boss Rush. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen. Ich wäre fast reingelaufen, ja. Ich habe jetzt gar nicht auf den Speed. Ein bisschen Speed-Up bräuchten wir jetzt noch. Das wäre auf jeden Fall ein bisschen ziemlich vorteilhaft. Und vor allem solche Räume hätte ich gerne, dass die verschwinden. Wir sind jetzt bei 8 Minuten schon. Das ist schon ziemlich viel eigentlich für die ersten zwei Ebenen. Und wir haben ja den Boss noch nicht mal geschafft. Aber naja, es ist Monstro. Immerhin ein chilliger Boss. So, mit unseren kleinen Pfeilen der Zerstörung hier. Wobei, Pfeile sind das ja nicht. Wie nennt man sowas? Doch, so ein Pfeil im Endeffekt. Nein, ist auch kein Pfeil. Das labe ich eigentlich von der Scheiße, ich schwöre. Sind halt Arrows, sind Pfeile. Ja doch, Pfeile. Passt schon. So, mein lieber kleiner Monster. Monster. Guck, ich rede schon Spanisch mit dir. Das heißt wahrscheinlich nicht mal Monster auf Spanisch. Aber egal. Du bist jetzt erstmal weg. Wir kriegen ein HP up, Tears up und Shots be down. Gehen hier rein. Warum? Boah. Warum kommst du als allererstes, ne? Das ist so nervig. Bei der dritten Ebene kriegen wir normalerweise keinen Devil Deal. Ja, richtig, richtig nervig. Okay, ja, ja. Hoffentlich kriegen wir Kohle. Crowd of Krampus ist natürlich auch richtig nice. Ey, stirbst du jetzt heute nochmal, ne? Ciao. Ah, aber dann nehmen wir den Kopf lieber mit. Muss ich doch tatsächlich sagen. Ist dann für die Bosskämpfe einfach viel, viel angenehmer. Ah,
erstmal ein bisschen anders hinsetzen hier. So, wir sind natürlich hinter der Uhr. Oh ja, fick dich ins Knie. Curse of the Lost, fick dich ins Knie. Ne, jetzt haben wir uns... Ich wollte gerade sagen, oh, jetzt haben wir den Kompass. Jetzt können wir gut, schön schnell diese Ebene hier clearen. Aber nee, Curse of the Lost. Ja, es ist wunderbar, wunderbar. Da möchte ich jetzt erstmal reingucken. Vielleicht gibt es ja noch ein Seelenherz. Fuck, wir hätten erst ein rotes Herzchen aufsammeln sollen, dann hätten wir Seelenherzen bekommen. Bisschen blöd gelaufen, denn jetzt sind wir nur voll, was Leben angeht. Wir gehen da unten jetzt einfach trotzdem mal reinkommen. YOLO. Seelenherz? Seelenherz? Immerhin ein Seelenherz, wir haben keinen Verlust gemacht. Aber zwei wären besser gewesen. Ah, fuck, ich hätte noch irgendwo ein rotes Herzchen aufsammeln sollen. Das war jetzt echt ein bisschen blöd. Hätte ich nämlich drei Seelenherzen bekommen. Drei, meine Freunde. Drei Stück. Oh, wir sind ein bisschen eingesperrt. Oh, wir sind ein bisschen eingesperrt. Verpiss dich. Der zieht ein ganzes Seelenherz ab. Willst du mich verarschen? Ah, ja. Ah, ja, das tut weh. So, erstmal die Kackhaufen weg. Das hätten wir einfach davor nehmen sollen. Aber ich wusste ja nicht, dass das hier existiert. Hätten wir drei Seelen. Können wir nicht nochmal im Bett schlafen? Nee, das wäre ein bisschen OP, ne? Da kann man sich ja andauernd voll heilen. Und andauernd drei Seelenherzen geben. So, komm. Hier sind Piercing-Shots auch ziemlich gut. Zack. Oh Mann, Leute. Oh Gott. Okay. Sehr schön. Vielleicht eine Pille, die was Gutes ist. Board. Perfekt. Genau das habe ich gehofft innerlich, aber es nicht ausgesprochen. Und dann hat es tatsächlich geklappt. Noch mehr Münzen. Ah, wir sind so rich, ne? So ein rich Kid. Ah. So. Stirb. Wie viel hältst du aus? Danke. So, dann dich da drüben. Die spucken eh irgendwie nie. Oder ganz selten. Altu! Wie lange wir gerade für den gebraucht haben, ne? So, weg mit dir. Noch ein Schlüssel. Noch eine Münze. Alles klar, das heißt Shop. Und Itemraum können wir beides auf jeden Fall auch aufmachen. Falls es hier noch nicht noch irgendwo eine Goldkiste kommen sollte. Wo ich mir dann mal wieder sag, ich brauche ja nicht die Schlüssel, aber nehmen. Oh gut, das war gut. Luck up, auch nicht schlecht. Und Liberty Cap nehmen wir auch mit. Sehr schön, haben die für uns die Pilze gesprengt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist jetzt ein oh nein. Oh nein. Das ist echt. Oh nein. Ah, wenigstens ist der eine schon mal tot. So, jetzt haben wir nur noch einen. Aber der wird am Ende sich, der wird dann am Ende nochmal in alle Richtungen schießen, was ein bisschen problematisch ist, weil wir nur so einen kleinen, begrenzten Raum hier haben. Ah. Ich will ihn töten und dann gleichzeitig schon wegrennen, deshalb schieße ich nicht sofort drauf, wenn er seinen Hals aufmacht. Ah, Mist, das war ein bisschen blöd. Ich habe jetzt keinen Bock, eigentlich mein Seelenherz zu verlieren. Sehr schön, hat geklappt. Der Eisenbarren, Conquest of Tears. Alles klar, jetzt verwirren wir die Gegner ab und zu mal ein bisschen. Zum Beispiel die. Die sind jetzt ein bisschen verwirrt, denken sich, Hilfe, wo bin ich denn jetzt gelandet? So, du da unten. Ah, der ist schon tot, der da unten. Der Rumspuckvieh da. Der Rumspuckvieh hat da. So, und da ist der Shop. Da gucken wir natürlich auch rein. Nee. Nee, wobei die Pille vielleicht gucken, was es war. Luck up. Das ist in Ordnung. Das nehme ich dankend an. Yep. Oh nein, wir haben keine Bombe. War da drin eine Bombe? Eine Bombe für so viele, das lohnt sich. Nein, war keine Bombe drin. Shit. Ich habe gerade Shit gesagt, weil ich nicht Shit sagen wollte, ja? Weil ich ja Vorbildfunktion und so. Ihr wisst ja. So, kommt jetzt hier heute nochmal der Boss. Hier kommt der Boss. Hier kommt der Boss. Aber nicht Kollege, der Boss. Ich bin so witzig, Mann. Ich bin so witzig einfach. Boah, bin ich witzig. Muss ich mich selber auch ein bisschen loben, ne? Zwei Bomben, das ist doch gut. Dann können wir da oben jetzt kurz die Bomben aufsprengen. Die Bomben aufsprengen. Genau, hier. Denn das lohnt sich, eine Bombe für vier Stück. Das nehme ich in Kauf. So, und da können wir jetzt auch noch die Pilze hier rumsprengen. Ja, ein bisschen. Leute, ich weiß, Boss Rush sollten wir eigentlich machen, aber ein bisschen rumsprengen. Ich glaube, Boss Rush wird eher nichts. Naja, rein zum Boss. Es ist Gordy Junior in Double Form. Sehr schön, schnell erledigt. Droppt uns ein Seelenherz. Wir kriegen tatsächlich noch einen Devil Deal. Du gibst uns andauernd Leben. Leben ist natürlich auch echt schön. Ja, komm, lass mitnehmen. Lass mitnehmen den Schiesel.
Dann haben wir nämlich jetzt eine gute Lebensquelle und wir gehen in die nächste Ebene. Hoffen wir jetzt mal auf kein Curse of the Lost. Ja, danke. So, jetzt wissen wir nämlich, wo alles ist. Zumindest etwa. Gehen wir erstmal nach unten. Und dort sollte sich ein TNT-Fass befinden, was uns selber Schaden macht. Nice. So, Münze mitnehmen. So, vielleicht ist der Boss wahrscheinlich drin. Vielleicht. Ich glaube zwar ja nicht dran, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, meine Freunde. Vielleicht kriegen wir jetzt irgendwie Polyphemus oder so. Oder Proptosis. Proptosis, ich mal wieder Bock, hat man jetzt lang nicht mehr, ne? Proptosis ist schon eine schöne Sache. Ja, aufpassen, mein Lieber. Und weg. Alles klar, was kriegt man hier? Noch mehr Geld, das brauche ich auch unbedingt. 14 Minuten, Kette, kommt 2. Ja, das wird schon extrem schwer. Was warst du? Ah, Bad Trip. Nee, nee, nee. Brauche jetzt nicht. Brauche jetzt nicht. Laser. Ja, komm. Ja, komm. Nehmen wir den Laser mit. Haben wir wenigstens keine Range-Probleme mehr. Ah, ob der Laser jetzt so eine gute Entscheidung war, ich weiß es nicht, aber ich hatte einfach jetzt mal. Bin mir jetzt gedacht, komm. Jetzt gönn ich dir mal den Schissel. Ich treffe halt mit dem Laser nie was, weil der so klein und dünn ist. Aua. Weg, noch eine Bombe, alles klar. Hier nach rechts. Gut, dass es hier nicht zum Boss geht. Nein. Wenn du verwirrt bist, darfst du trotzdem nicht in meine Richtung kommen. Ah, Mist. Ey, da! Du bist schon mal weg. Und jetzt, du bist der Nächste. Boom. Batterie, das ist gut. Aber, ja komm, ey, ich glaube, der Boss verschwindet echt nichts, weil jetzt muss ich gleich nochmal zur Batterie zurückrennen. Ich denke, dann müssen wir hier nach links und dann gleich nach oben. Oh, gib mir noch einen Raum mit Gegnern, ich muss zur Batterie gleich noch zurück. So, und so. Zack, her mit dem schwarzen Herzchen. Dann gehen wir mal schnurstracks zurück zur Batterie und haben noch schwarzes Herzchen. Das ist doch schön. So, her mit dem Schissel. Zack. Ah, 15 Minuten, Kehrtag um 2. Das ist, glaube ich, echt schon fast unmachbar. Außer wir finden jetzt ein ultra krasses Damage-Upgrade oder so und kommen durch jeden Raum richtig, richtig schnell durch. Dann sehen wir jetzt. Nehme ich auch mit. Das wäre noch sowas, wo ich dann sagen würde, ja, okay, vielleicht jetzt doch, aber im Normalfall wird das schwer für den Boss. Aber dann schaffen wir hoffentlich wenigstens die gute Seite diesmal. Oh, noch eine Batterie. Geil. Noch ein schwarzes jetzt hier noch. Was haben wir hier? The Left Hand. Lass uns mal den Schissel. Oh, Carrying Queen. Zum Glück haben wir den Laser jetzt hier. Okay, wir hätten noch Spectral Tears gehabt. Nicht Spectral. Piercing Shots. Das heißt, der Boss wäre eh nicht schlimm gewesen. Aber so ist er doch ganz chillig. So ist es ein bisschen verwirrt. Gegen den ist natürlich richtig gut. Beziehungsweise gegen sie. Ja, ist eine Queen. Wie diese Verwirrtheitsdrehung, weil sie dann nicht mehr verfolgt. So. Hör auf, deine roten Kackhäufchen zu spawnen. Ne? Du gehst mir jetzt schon auf den Sack. Richtig pissiger Boss, ne? Okay, gut. Egal. Das wollte ich so machen, damit der Schaden kriegt. Kriegst du jetzt. Hallo? Wie oft ich dich jetzt gerade schon getroffen habe, du Pisser. Piss dich! Devil Deal, sehr schön. Noch ein HP-Upgrade. Lass uns reinheizen. Spirit of the Night, we take that shit, because now we can fly. Alles klar, dann weiter. 16. Ah, Leute, Leute, Leute. Ich glaube, der Boss Rush ist schon in zu weite Ferne gerückt. Ah, der Itemraum ist irgendwo rechts. Alles klar. Auf jeden Fall nicht hier rechts, schade. Aua. Ich glaube, vielleicht müssten wir nicht durch den XL-Raum. Oh Gott, das ist ein Spinn. Die habe ich nicht gesehen. Gut. Die Bombe lassen wir jetzt da liegen, weil einfach, weil wir es können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell, schnell, schnell. Geht weg. Das ist, wie schön dunkel es hier ist, ne? Aber unser Laser erhält uns. Ich treffe den ja nicht mal, ne? Wir haben eine geile Laser-Tier-Rate auf jeden Fall. So, die Münze. Obwohl, das ist eine 5er Münze. Ne, es war eine 1er Münze. Sah nur kurz aus wie eine 5er Münze. Hä, hier ist doch nicht der Itemraum. Dann ist er wohl nach unten. Na egal, Boss Rush. Müssen wir leider abhacken, dieses Thema. So. Sehr schön. So, an den Schlüssel kommen wir leider nicht ran. Du bist. Hä, warum kommst du so nah, Junge? Zack, 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 Junge. So muss es aussehen. Der ist ein bisschen verwirrt und versucht hier zu uns hinzuchargen, kriegt es aber nicht hin, der Pisskopf. Ja, Spinnen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Okay, alles klar. Aua.
die Shopkeeper. Sind wir wieder hier am Stisseln. So. Weg mit euch. Und ist noch ein Kampfraum. Da schauen wir dann auch mal kurz. Shit. So geht's auch. Nee. Was war da oben? Nur eine Bombe. Nee, wir haben weniger Schlüssel als Bomben. Oh, zu gut. 9 Lives. Nach dem Devil Deal vielleicht. Wenn wir den dann bekommen sollten. Und Goated. Geilo. Goated ist natürlich jetzt richtig, richtig nice. Man könnte sich von den Händen auch rausporten lassen, aber wir müssen hier eh nochmal rein und 9 Lives mitnehmen. Goated ist natürlich jetzt richtig, richtig nice. So, sehr schön. Dann kannst du schon mal nicht wegspringen. Hey. Hey. Goated ist natürlich so, als können wir... Ach stimmt, wir können ja fliegen. Können wir den Schüssel hier einfach holen. Ich muss erst darauf klarkommen, dass ich fliegen kann, Leute. Tut mir sorry. Oh, erstmal das Brimstone-Vieh am besten wegklatschen. Sehr schön. Aua. So, eine Münze nochmal. Erstmal Itemraum. Chikorino. Mach Boom. Mach Boom. Boom. Okay, schwarze Herzchen für uns. Alles klar. Nehme ich jetzt mal an. Ne? Also, sag ich nicht nein. Oh Gott, noch mehr Hände bitte. Ich brauche noch mehr Hände. Und da ist die letzte. Sehr schön. Unser Buch ist aufgeladen. Zack. Noch ein schwarzes Herzchen für uns. Wow. Erstmal die Special Form weg. Los. Stirb doch endlich. Wie viel hältst du denn aus? Wie viel hält die denn aus? Danke. Bin ich ein bisschen ausgerastet, weil die so viel ausgehalten hat. So und so. Rein hier. Den Bloodsucker. So, in den Shop will ich eigentlich auch noch kurz reinschauen. Zwar haben wir noch keinen Schlüssel dafür, aber vielleicht kommt der jetzt hier. Was macht unser Blattsacker denn da? Der ist richtig verwirrt, der Dude. Dann heizen wir hier unten lang. Okay. Das seid nur ihr. Ich hab schon gedacht, es würden schwere Gegner werden. So, danke. Eine Pille. Health up. Sehr schön. Für den Devil Deal, den wir auch hundertprozentig bekommen. Und wir bekommen den Angel Deal. Das ist aber ziemlich unwahrscheinlich. Ah, so, so und so. Perfekt. Jetzt kann der da versuchen zu fliehen, aber das schafft er natürlich nicht. So, da oben haben wir noch die... Was? Wer? Wer hat mich getroffen? Wer hat mich... Capistail. Sehr schön. Also Guppy ist jetzt schon mal... Recht nah, aber spawnen wir mit Laser Guppy? Also, fliegen? Ich weiß es nicht. Werden wir dann sehen. Jetzt lass jetzt mal den Boss besiegen. Es ist The Hound in Double Trouble. Noch ein schwarzes Herzchen für uns, da ist auf der anderen Seite bestimmt auch eins. Geh weg. Nee, nur ein rotes Herz ist da. Ich weiß nicht, ob mit dem Laser Ding spawnt. Fliegen. Weiß ich wirklich nicht. Die ragen hier ein bisschen. Das ist mir aber scheißegal. Komm, erstmal den einen kaputt machen. Aua. Geh kaputt. Danke. Aua. Ich kriege eigentlich zu viel Schaden. Das sollte man mal so dazu sagen. Das soll jetzt einfach hier hinstellen. Und draufhämmern. Sehr schön. Und dann gibt es ein HP-Upgrade nochmal für uns und noch ein Devil Deal. Wo ist denn der Devil Deal? Ah, da unten. Jo. We're a Guppy. Ja, wir können eh alle wegmachen. Kriegen jetzt dann eh nochmal ein... Ja, wir machen es einfach so. Wir nehmen aber die Bibel hier mit. Wir nehmen jetzt einen Livestream auf jeden Fall noch mit. Dann sind wir Guppy. Ich weiß nicht, ob wir fliegen spawnen. Wenn nicht, wäre es natürlich ein bisschen blöd gelaufen. Aber, nun ja. Wenn nicht, dann auch halt nicht. Ne? Also, das ist mir jetzt auch egal. Ne? Also, wir können Laternen jetzt weglegen. Denn wir sind ja jetzt Guppy dann im Endeffekt. Oh, stimmt, den Shop wollte man noch reingucken eigentlich. Da links liegt ein Schlüssel. Warum habe ich den nicht mitgenommen? Ich kann doch fliegen. Das heißt, es gibt keinen Schlüssel, der nicht erreichbar ist. Boss Rush, ihr seht, ist schon lang vorbei, der Scheißdreck. Achso. So, jetzt sind wir auch Guppy. Warte, ich will nochmal einen Raum machen. Gucken, ob wir fliegen spawnen mit Laser. Ja, spawnen wir. Sehr gut. Dann ist er... Nein, hör auf damit. Maggie's Faith. Ja, lass mal mitnehmen. Auf
jede neuen Ebene, glaube ich, kriegen wir ein Eternal Heart. Also dann alle, also dann halt HP-Upgrades. Hä, wusste. Nein, ich habe den Schlüssel ja gerade ausgegeben, ich Spasti. Oh Mann, ich habe voll vergessen, dass wir noch in den Shop schauen wollten. Mein Gedächtnis ist ein bisschen am Arsch. So. Oh. Ja, Guppy's Tail, man merkt's, dass Guppy's Tail am Schlüssel ist. Geheimraum würde ich jetzt am ehesten mal hier hinschätzen. Yep. Batterie. Alles klar. Bedeutet ein schwarzes Hälschen, aber leider kein Schlüssel. Ja, dann gehen wir halt auf diese Ebene mal nicht in den Shop. Hier erwartet uns wahrscheinlich E-Greed. Hätte ich jetzt auch am ehesten getippt, aber wir trotzdem gerne reingegangen, um diesem Greed eben mal eine aufs Maul zu geben. Geh weg, Trollbomb. Aber immerhin spawnen wir fliegen mit Guppy. Wir sind jetzt ja von einer Ebene Guppy geworden, ne? Wir hatten davor gar kein Guppy-Item und jetzt haben wir hier alle drei bekommen. Das ist doch nice. Wir gehen nächste Ebene rein. So, zacka, 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 zacka. Marm-Ebene. So, ein Eternal Heart bekommen. Wir haben keinen Schlüssel. Dann erstmal nach oben. Ich will den Miniboss besiegen. So, so und so und so. Nee, ich brauche Schlüssel. Danke. Den geben wir jetzt noch nicht dafür die Goldkiste aus. Zumindest noch nicht. Aua, das war ein bisschen blöd. Was hast du für uns? The Sun. Deckt die Karte auf und heilt uns voll und macht allen Gegnern im Raum Schaden. Das setzen wir irgendwo in der Womp, glaube ich, ein. Weil die Womp-Ebene so riesig ist und ich da gar keinen Nerv eigentlich drauf habe. Seelenherz, sehr schön. Wir sind komplett voll, was Leben angeht. Ich hätte den Golden Schlüssel vielleicht zuerst nehmen sollen. Die Blue Map nehmen wir mit. Einfach, weil wir es können. So, her mit dem Schlüssel. So, dann sprengen wir uns mal hier hinein. Jetzt können wir die ganzen Goldkisten hier öffnen. Leider nur drei Münzen. Hätte es vielleicht kein Item gehabt da drin. Das ist schon der Boss, ne? Direkt hier links. Aber wir clearen wahrscheinlich, ich denke mal, dass wir die ganze Ebene einfach clearen. Weil wir werden viele Goldkisten gespawnt bekommen. Und genau das hier. Okay, wir clearen vielleicht doch nicht die ganze Ebene. Das war cool. Das war schön, ne? Wobei wir waren immer noch extrem wenig Schaden eigentlich. So, jetzt können wir das da drin eigentlich auch machen. Aber mache ich, glaube ich, nicht, weil kein Bock auf Boss. Es ist jetzt ein normaler Kampf, warum hätte ich es gemacht, aber wir haben echt wenig Schaden. Dafür, dass wir Quick gezählt haben. Also, wir machen jetzt nicht ultra wenig, aber geht trotzdem schon noch mehr. Geht auf, ja, so ein bisschen mehr. Quick gezählt ist ja eigentlich umso, wird ja eigentlich immer besser, umso mehr Schaden man hat. Also, wenn man was macht, halt ein Multiplier und eigentlich kein großes Damage hat, sondern halt einen großen Multiplier. So, da unten ist ein Zackenraum, da will ich auch nochmal reinschnubbeln. So, was haben wir hier? Nein. Noch ein Guppy-Item. Und noch ein bisschen Cash Money Rich. Okay, die eine Münze wollte ich nicht mitnehmen, ja? Ich wollte sie nicht mitnehmen. Denn hier sind auch noch zwei. Nein, die eine nehme ich trotzdem nicht mit. Die da jetzt auch liegt. Ich lasse immer eine Münze liegen. Ist das Swag? Aua. Ah. Oh. Und jetzt die Special vor mir. Boom. Happy Upgrade. Sehr schön. So, das Buch reinsetzen hier. Dann zack. Das Rainbow Baby. Beautiful. Wie wär's mal mit dem Damage, aber Alter, ich schwöre. Oh, weg mit euch. Aufmachen. Bob's Rotten Hand. Schade, wärst du kurz früher gekommen, hätte ich dich benutzen können, anstatt die Bombe. Gut. Ein schwarzes Herz für uns. Sah gerade ziemlich komisch aus, als wir aus dem Raum rausgegangen sind. So. Sehr schön, keinen Schaden bekommen. Oh, stimmt, Spenden können wir ja noch. Spende Reno machen. Das machen wir auch noch kurz. Run geht jetzt schon eine halbe Stunde, Alter. What the fuck? Hä? Halbe Stunde? Ich spiele seit... Keine Ahnung. Was ich getan habe. Warum hier 26 Minuten und da eine halbe Stunde auf meinem Aufnahmeprogramm steht. Nun ja, egal. Zumindest fast eine halbe Stunde. Dankeschön, dass du so viele Münzen nimmst, wenn ich jetzt mal viele habe. Danke, danke. Vielen, vielen Dank. So, zwei Münzen und dann gehen wir rein hier zu Mami. Mami, 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 Mami. So, komm, fliegen, geht drauf. Und ciao. Wir müssen auf die positive Seite. Drei Kisten, leider nur. Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Vor allem, da wir volles Leben haben, bringt uns doch das Seelenherz nicht so egal. Wir gehen in die nächste Ebene.
setze jetzt hier das Sun ein, sobald wir in einem der Räume sind, wo Gegner sind. Zack. Damit die auch noch schnell alle wegkommen. So. Danke. Hier noch kurz reinschauen. Noch mehr Geld. Brauche ich dringend. Brauche ich echt dringend. Na, vielleicht finden wir ja noch einen Bettler oder sowas. Links ist ein Kampfraum, da möchte ich eigentlich kurz reinschauen. Denn wer weiß, was sich da drin befindet. Vielleicht ein Item. Ach stimmt, wieso öffne ich Kisten? Ich habe Cricket Set. Ich habe Cricket Set. Geh in den Kopf von MJ rein. Du hast Cricket Set. Nee, nee, nee. Wie gesagt, wir haben Cricket Set schon. Ich hätte es eigentlich nur für ein Item gemacht. Nicht mal für Satans Kisten, weil ich bin Guppy. Was will ich denn mehr? Aua. Uah. Weg jetzt. Pisser. So, können wir das Buch einsetzen? Okay, wir hätten von ihm auch ein Seelennetz bekommen. Aber ich wollte mein Buch einsetzen. Habt ihr verstanden jetzt? Ne, die müssen nicht. Ne, auch Protest. Nehme ich sie nicht mit. Wir machen echt nicht so viel schon, aber halt die Fliegen sind halt der Burner, würde ich mal behaupten. So, dann hier noch in den Super Duper Mooper Klooper Rooper Geheimraum schauen. Oh, hier noch ein geiles Trinket, ne? Das wäre jetzt auch richtig geil. Da können ja Trinkets rauskommen und Tour of Hearts Karten, die wir nicht brauchen. Ich habe keine Ahnung, was du machst, deshalb nehme ich dich auch nicht mit. Megis Faith ist jetzt nicht schlecht, aber so ein Curved Horn oder so ein Cancer würde ich schon noch mal ein bisschen mehr feiern, ne? Die Sprüche da sind auch wirklich Burn or Give Up. Take your medicine. What do you want to do today? Marry and reproduce. Marry and reproduce. A Hangman. Oh, ich bin vorbeigelaufen am Automaten. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon, ein Crystal Ball. Auch ganz cool. Aber warum schreien da Kinder vor meinem Haus rum? Verpisst euch! Scheiß Kinder. Bäh. Ist auch ganz cool, der Crystal Ball, aber brauche ich jetzt nicht. Was haben wir hier? Pheromon. Und Health Up, Health Up. Gucken wir mal. Vielleicht, wir kriegen ja noch einen Devil Deal, denke ich mal. Wenn da irgendwie richtig viele Items drin sind. Ist Health Up doch nicht schlecht. Das ist Conquest, der nice Dude. Der jetzt tot ist. Kriegen wir natürlich nur das Pony von dem. Das brauchen wir natürlich nicht so. Kommt nochmal ein richtig geiler Abschluss, Devil Deal. Naja. 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 Geht so. Geht so. Gameplay ist jetzt nicht schlecht, aber ich hätte lieber mehrere Deals gehabt. Na, da unten schauen wir mal kurz. Nein. Hat sich gelohnt. Links. Links, links. Ey. Ich sag's einfach nur noch so lange, ey, wenn ich getroffen werde. Okay, wir sehen ja, wo der Boss ist in etwa. Bomben. Pilze. Sprengen. Das sind noch so die einzigen Sachen, die mein Gehirn so gerade noch hinkriegt. So. Bombe. Pilze. Sprengen. Was haben wir hier? Explosive Diarrhea. Ne, danke. Lehne ich dankend ab. Herz ab nehmen wir jetzt noch nicht. Weil wir haben vielleicht nochmal den Devil Deal geportet. Da kann es dann sinnvoll sein. Hey, was ist denn? Achso. Ich habe gedacht, hey, was schießt denn da unten so behindert rum? Nochmal Lack ab. Wie viel Lack haben wir eigentlich? Ja, zwei Striche. Das ist nicht mal schlecht. Jetzt bräuchten wir Loki's Horns oder sowas. Weil das geht ja mit dem Lack. Lack-Stat nach oben. Also umso höher, umso mehr Lack wir haben, umso öfter setzt zum Beispiel Loki's Horns oder auch diese Concussion, wie heißt das eigentlich genau? Keine Ahnung, wie das jetzt mal Health Up einkommt. Sehen wir mal nicht so. Die Concussion-Tiers werden immer öfter eingesetzt, umso mehr Lack man hat. Die Bücherei, Book of Belia und Book of Shadows. Wir nehmen, glaube ich, das Book of Belia tatsächlich mit. Ja, machen wir, glaube ich. Ja, vom Leben her sind wir voll. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir nicht mehr viel Leben verlieren werden. Und dann ist das Book of Belia doch schon ziemlich sinnvoll. Gegen Boss und sowas. Ihr wisst, wie es läuft. Du da unten, der wird unsichtbar, aber die fliegen. Wissen, wie der Hase läuft. Ich nehme jetzt einfach nur nach unten, würde ich jetzt mal behaupten. Und schwarz jetzt, dass wir nicht aufnehmen können. Alles klar. So, ihr seid natürlich no problemo for me. No problem. Ja, die Münzen, ne. Brauche ich. Aua, warum schießen du so schnell? Von der soziale Wichse, ich schwör. Okay, das ist ganz schnell unterwegs, aber der ist auch schon. Mann! Komm mal, wir spielen nicht mehr dabei, werden wir jeden Raum getroffen, oder was? Naja, werden wir schon hinkriegen, Leute. Wir sind noch Guppy Boy.
Okay, der da unten. Sehr schön. Was bist du? Tears down. Nicht so schön. Oh ja, man hört es auch gleich schon. Nee. Wir sparen jetzt Schlüssel. Wir gehen nämlich ins Polar-Void und da brauchen wir Schlüssel. So, dann rein hier. Book of Belial einsetzen. Und dann. Weg mit dir. Weg. Und jetzt. Komm fliegen. Erledigt. Erledigt es. Und ab in den Himmel. Ab in den Himmel. Mom's Heart hatten wir mit Lazarus, also schon auf Hardcore, sonst hätten wir jetzt irgendein Baby freigeschaltet. So, HP-Upgrade, sehr schön. Wir gehen mal erstmal nach oben. Da ist Geheimraum und auch ein Zackenraum noch, wo ich auf jeden Fall noch reinschnuppern möchte. Oh, der Zackenraum ist doch gar nicht hier. Egal, wir können dann kurz Richtung Kampfraum schauen. Eine Batterie können wir mitnehmen. Jetzt haben wir nicht mehr unsere satanistische Bibel dabei, die uns Leben gibt. Das heißt, jetzt müssen wir echt ein bisschen mehr aufpassen. Nein. Ah, komm, scheiß auf den Zackenraum, oder? Ist jetzt viel zu lange, da noch einen komplett anderen Weg rumzulatschen. Ah, weg. Da unten sind noch zwei von denen. Mit ihren Riesenkugeln. Ist mir jetzt echt ein bisschen zu lang, da noch groß rumzulatschen. Lass unten lang gehen. Hä? Ach so, Swam, ich wollte gerade sagen, hä, wir haben doch gar keinen Liebeseffekt auf unseren Tränen, aber unser Rainbow Baby hat es ja. So, lass mal hier noch kurz links gehen. Da ist ja noch der Super Duper Gamer. Und da geht es auch, glaube ich, zum Boss weiter. Sehr schön, so ist er. Da ist er. So, ein Schlüssel, das ist schon mal sehr, sehr schön. Weil wir haben hier Cappy's Tale. Bedeutet, in der Chest könnten auch ein bisschen mehr Kisten spawnen. Wie gesagt, ich weiß nie, wo ich hier sprengen muss. Ah! Hä, doch nicht so weit links. Ach da, alles klar. Irgendwie 10 Bomben verbraucht, noch ein HP-Upgrade, alles klar. Haben ein paar mehr rote Herzen. Irgendwie 10 Bomben verbraucht, um in einen Geheimraum reinzukommen. Ah, weg mit euch. Weg mit dir. Und auch weg mit dir. Ne, also, ne, alle. Für alle das gleiche Recht hier. So, da hinten ist noch der andere Gelassene. Vielleicht gibt ihr uns ja nochmal ein HP-Upgrade. Ja, nehme ich auch mit. Warum nicht? So, und dann Isaac. So, meine Fliegen. Geht auf ihn drauf. So. Alles klar. Mist. Oh, Gimpy. Mein liebes Gimpy droppt Seelenherzen, wenn ich Schaden nehme. Das ist sehr schön. Das nehme ich mit. Komm schon. Isaac. Du weißt, dass du keine Chance hast. Also gib einfach gleich auf. Ciao. Sehr schön, dann ab in die Chest. Mal schauen, was diese für uns bereithält an Items. Vielleicht Proptosis, Polyphemus oder nur irgendwelche dummen Begleiter, die ich überhaupt nicht brauche. Aber immer ein kleines Damage. Und Homing Bombs, die sind auch nicht schlecht. Und Begleiter. Alles klar. Dann erstmal hier nach links heizen. Ich weiß nicht, ob wir die ganze Ebene machen. Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. The Hourglass. Nee, danke. Brauche jetzt nicht den Scheißtrick. So, rein hier. Hätte ruhig ein Automat sein können. Also so ein normaler Automat aus. So ein roter, weil aus denen kommen dann auch Items raus. Wenn man diese sprengt. Aua. Aber der liebe Gimpy, glaube ich, hat uns ein Seelenherz gedroppt. Oder ein Gegner, weiß ich gerade nicht. Ich will keine Begleiter mehr. Das ist auch ein schöner Raum hier, ganz gediegen. Schade, hätte uns die ganze Map aufgedeckt, wäre es cool gewesen. Zumindest kurzzeitig cool. Oh ja, Pestilenz, wir wissen, dass du rumspucken kannst, du Spast. Kannst doch gleich wieder aufhören damit. So, hier ist das super duper Geheimraum, da gucken wir natürlich auch noch kurz rein. Könnte schon sein, dass wir zumindest ein bisschen clearen noch von der Ebene. Weil wir droppen doch gerade recht viele Kisten. Muss ich also schon wieder an dir spielen, was? Weil jetzt bringt uns ja das Ding gar nichts mehr, das Maggie's Faith. Weil es keine nächste. Oh, fick dich ins Knie. Ich hasse tatsächlich. Ich werde einfach nur mit Beleidigen um mich. The Moon brauche ich jetzt nicht. Ja, aber jetzt haben wir die ganze Karte wenigstens aufgedeckt. Ist doch ganz schön.
Ja, dann lass mal jetzt erstmal hier rechts und links clearen. Zweimal Monstro 2. Der eine ist ein bisschen verwirrt, der andere ist tot. So gefällt mir das. Ah, Mist, zu spät reagiert, mein Lieber. Zu spät reagiert habe ich da. Wie viele Begleiter willst du mir denn noch geben? Alter, wir sind eine richtige Family. Welcome to the family, rotten baby. So eine Träne, die da noch rumfliegt, erwischt mich. So, leider keine Kiste für uns. Damit komme ich gerade noch so klar, Leute. Okay, ja, gehen wir nie wieder durch. Außer einmal, wenn wir wieder Richtung Boss müssen. Oh, Wrath weg. Okay, wenigstens eine Kiste. Ja, und es ist ein Damage Upgrade, immerhin. Take it with you. Take it with you. Immerhin am Damage Upgrade. Ja, jetzt machen wir schon mal hier ein bisschen anständiger Damage. Okay. Dreimal wieder du. Und ciao, Bruder. Hat Spaß gemacht mit dir. Münzen. Gibst du mir ganz ernst? Münzen! Also wenn ich Münzen sehe, dann raste ich einfach raus in letzter Zeit, ne? Okay, The Gate. Zweimal. Einer schon tot, das ist natürlich schön. Ja, noch mehr Gegner, bitte. Und ciao. Schlüssel. Auch auf jeden Fall in Ordnung. Können wir noch gebrauchen. Falls noch mehr goldene Kisten kommen. So, du bist mal wieder ganz schnell weg, mein lieber Spinnenfreund. Sticky Feet. Wall of Tar. Auch nicht besonders, der Burner. Aber besser als noch mehr. Jetzt noch ein Begleiter, ne? Und ich flippe aus. So, leider keine Kiste für uns. Komm schon, Kiste mit schönes Damage Upgrade drin. Das wird doch jetzt mucho grande. Pizza Pepperoni. Mucho grande ist doch eigentlich Spanisch und kein Italienisch, oder? Keine Ahnung, ich bin kein Sprachwissenschaftler, meine Lieben. Ich bin in Sprachen sowas von schlecht. Das glaubt ihr mir gar nicht. Ich habe ja Spanisch in der Schule. Und ich kann einfach keinen Satz, außer mich vorzustellen, obwohl ich es jetzt schon über ein halbes Jahr habe. Das, glaube ich, sollte alles sagen, wie gut ich in Sprachen lernen bin. So, weg mit dir. Eine Satanskiste. Geil, Port zum Devil Deal. Oh, puh, aber keine guten Items. Leider keine guten Items. Schade, jetzt noch so ein Brimstone dazu oder so. Hätte ich nicht nein gesagt. Nee, hätte ich echt nicht. Schade. HP Upgrade wäre jetzt auch not bad gewesen. So, wir müssen aufpassen, während wir hochgehen. Da kommt irgendwo ein Raum mit roten Kakahäufchen. Und zwar hier. Haben noch ein Seelenherz bekommen. So, jetzt schlagen wir uns in Richtung Boss durch. Haben wir die ganze Ebene hier noch gecleared. Einfach, weil ich es kann. So. Kommt her, ihr kleinen Geister. Ja, sieht schon viel besser aus hier. Wir haben vorhin schon mal gegen den gekämpft. Da haben wir viel, viel weniger Damage gemacht. Keine Kiste. Ich glaube, Guppy's Tail hat sein Akku ist leer. Ja, sieht echt so aus. Irgendwie manchmal, irgendwann spawnt er keine Kisten mehr, also wirklich. Irgendwann, nach irgendeinem Zeitpunkt oder so, nach so und so vielen Kisten, kommen nicht mehr so viele Kisten wie davor. Die Prayer Card gibt uns nochmal ein HP-Upgrade. So. Natürlich nehme ich trotzdem das Book of Belial mit. Wir haben zwar noch eine Devil-Karte, aber es stackt sich leider nicht, das ist schade. Ah, zack, zack, zack. Was haben wir hier noch? Two of Diamonds. Wow. Dann rein und zack. Und nochmal zack. Einfach weil ich es kann. So, mein liebes Blue Baby. Ich habe gehört, du möchtest sterben. Habe ich so mitbekommen, so in so einem Forum, ja. Ciao. War nett mit dir. War nett mit dir, Bruder. Dann haben wir jetzt mit Lazarus die positive Seite geschafft. In den letzten Runs läuft es doch eigentlich ganz gut, ne? Wir schaffen es meistens. Das ist doch ziemlich nice. Haben jetzt den Store Credit freigeschaltet. Und haben jetzt eben, wie gesagt, mit Lazarus die... Alles voll außer dem Boss Rush. Genau, der fehlt uns auch mit ihnen noch. Das heißt, nächster Zeit wird es ein bisschen mehr Boss Rush Jagd geben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlist und auf den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Peace up und haut rein.